Und ich glaube, die Prioten aus der Stadt des Lichts wollen uns auch nicht sehen. Immer, denen fällt sowieso bald die Decke auf den Kopf. Warum wollen die uns nicht sehen? Die finden den Magier und mich doch richtig knocke. Ja, also die finden dich nicht sehen wollen, ist klar. Du bist ja auch ein reichsuntreuer Bastard, aber der Rest der Anwesenden, der schon. Also, vor allem ist er ein Hochstapler, wenn er sich als adelig bezeichnet. Was? Die Kaiserin wird eine Alanfane heiraten, also von daher, Alanfane sind total beliebt. Egal, ob die Kaiserin... Und einer meiner Verwandten sitzt als Ambassador da auch in Gareth. Ja, und Alara Polygon war mal Kaiserin... Ist Polygon. Ich will nicht sagen, ne, aber solange sie sich nicht der freiheitsheiligen Ordnung unterwerfen, können wir leider nichts für sie tun. Okay, sind davon sicher, dass Roya nicht einen von Mirham heiratet? Nee, tatsächlich, Rondrigan Polygon. Ja, von Pericom. Ah, ist also, ja, doch, ist also doch ein echter Adeliger und nicht so ein Hochstapler wie du. Es ist immer noch ein Kack-Polygon. Er ist trotzdem der Markgraf. Ja, und? Und später Reichsgroßgeheimrat. Ich meine... Wir alle so, wissen natürlich, dass der Reichsgroßgeheimrat ist. Polygon, rate mal, wie er seinen Adelstitel im Mittelland bekommen hat. Steht hier leider nicht. Er hat ihn gekauft. So wie jeder Polygon alles kauft. Das glaube ich nicht. Aber du magst die auch nicht, oder? Nein, ich hab. Kiaras hat eine Fehde mit den scheiß Polygon. Sie wissen es nur nicht. Ja, ich bin in seinen Harem eingebrochen, habe eine seiner Frauen geklaut. Ich habe seinen kompletten Hafen angegriffen mit Piraten und habe die niedergebrannt. Aber er ist der Großcousin von Selindian Hal. Er hat überhaupt nichts gekauft. Ist er nicht verheiratet mit der Kaiserin? Oder? Ja, aber das erst später. Ach so. Wieso habt ihr eigentlich alle so 3 Millionen Feinde, Alter? Mein Charakter war einfach voll chillig, bevor er... Also mein Feind ist mein scheiß Knappe. Hä? Hallo, Ritterin, mein Herr. Ritterin, den haben wir auch spontan. Erinnere mich da bloß noch dran. Wo du so spontan gedacht hast, oh, die kann zwar eh schon abstimmen, aber bitches, jetzt ist sie eine Ritterin. Sie hat's echt nicht verdient, ihre Schusskünste waren scheiße. Vielleicht wollte ich in Wahrheit nur durch die Blume Kiaras beleidigen. Ja, aber wie wär's denn, wenn du dir mal eine neue Knappen suchst, am besten irgendwie so eine Q10-Knappen oder so. Ich müsste mir tatsächlich einen neuen Knappen suchen, ja. Ich fand aber auch Myria so geil, so, ja nee, ich komm erstmal nicht mit. Ich muss mir jetzt erstmal einen Diener und einen Knappen suchen, so. Von welchem Geld? Der Page kostet kein Geld, er ist ein Page. Ja, aber ich muss ja auch den Lebensunterhalt bezahlen. Ja, aber so ein paar Gammelbrotstücke, die du dem gibst, ist mega worth. Der ist ja gar nicht so scheiße, der Page. Je nachdem, wie alt der halt ist. Ach, Pagen ist euer Wort für Sklaven, sehr gut. Nein, Pagen sind das Wort für Leute, die mal knappe werden wollen. Und wenn die mal da mal knappe sind, dann bin ich schon gar nicht so schlecht. Also ich so bin ja dafür, dass... Sklaven auch. Guten Sklaven werden irgendwann mal aus dem Sklavenstand erhoben. Ja. Ich bin ja dafür, dass wir einen Leibmagier anheuern für unseren Leibmagier, damit ich mich ein bisschen sicherer fühle. Sie hat da schwere Probleme mit der Sicherheit momentan. Wir müssen halt gucken, ob wir irgendwie eine Q6 Leibgarde aufgestellt kriegen, aber da wird die Verfügbarkeit das Problem sein. Wir können natürlich zum Blutschluck sagen, Blutschluck, bring mir die besten, die du kriegen kannst. Warum machen die das? Also, Blutschluck ist die besten, die wir kriegen kann. Das Problem ist, dann ist unsere Leibgarde ein Haufen blutsaufender Idioten. Also ich würde die wohl nehmen. Ach ja, jetzt ist er dann vorne weg. Schade drum. Ja, richtig, richtig. Vielleicht kriegen wir den auch noch in den reichsvollen Charakter geprügelt. Irgendwie ist es so ein Bauern oder sowas. Ein Leibeigenen. Ein Zuckerbäcker. Ja, darf ich vorstellen, meine Freunde, der Ritter, der Magier und der Zuckerbäcker. Aber er hat SO5. Er hat Punkte investiert. Und wer hat SO5? Ja, der Zuckerbäcker. Ich dachte schon, Kiaras, der müsste wohl so auf SO10 sitzen oder so. Gucken wir mal nach. Doch, ich glaube, ich habe ja auch den Gammel SO mit SO8. Ich hatte am Anfang auch 8. Aber ihr wolltet mir wurde ja mein schöner Adelstitel nicht erlaubt. Ich hätte ihn ja gerne mitgenommen, aber den wolltet ihr ja nicht. Was hattest du denn? Ich wäre halt einfach ein ganz normaler Gummeladeliger gewesen, sowas wie du vermutlich. Noch ein bisschen untergegangen. Im Gegensatz zu dir bin ich Ritter, also ich stehe schon mal über dir. Ja. Darfst du am Ritter nie sagen, du bist ja Gummeladeliger. Ja, du bist aber ein Gummeladeliger. Aber ich finde, meine Akademie ist richtig gut. Die lassen erst die ganzen Graumagier, da musst du erstmal eine fette Prüfung bestehen, damit du rein darfst. Und die Schwarzmagier dürfen da nicht vorsprechen. Finde ich gut. Das sind
Das sind Regeln, denen kann ich mich unterwerfen. Boah, Schwert und Stab ist auch geil. Ja, mein Vorschlag war auch ehrlich gesagt, dass ich zu dir gehe und einfach sage, können wir nicht mal ein paar Magier aus der Akademie Schwert und Stab anheuern? Das sind ja eure Kollegen, die könnte man bestimmt brauchen. Die haben halt nicht so viele Abgänge, aber hey. Ich meine, nur dass wir uns darüber im Klaren sind, für das, was wir für einen Schiffsmagier bezahlen, kriegen wir ein halbes Banner schwere Infanterie. Schwere Infanterie ist auch schwer scheiße. Ging auch für denselben Preis ein halbes Banner Schützen. Oder leichte Infanterie. Oder Artilleristen. Okay, das ist was anderes. Und für sehr viel weniger kriegen wir 30 zu Preis gekehrte Gefangene, die nichts reißen. Ja. Wir könnten ja auch an, keine Ahnung, hat deine Familie kein Lehen oder so? Können wir da nicht so eine Bauerngarde ausheben? Doch, hat sie. Aber du erbst es nicht? Nicht, wenn noch irgendjemand lebt, wenn ich das nächste Mal nach Hause komme. Scheiße. Ja, sonst könnten wir ja keine Ahnung. Ich meine, Myria erbt, die kannst du fragen. Ja, gucke, dann gehen wir zu dir hin und sagen, dann hast du so 50 Bauern für uns. Sollen wir denn mit so Q1 Bauern? alle mit der Mistgabel. Ey, das wäre super. Die tanken die haben, vielleicht. Die haben vermutlich nicht mal 50 Mistgabeln. Ja, und? Dann kriegen die halt alle einen Stock und dann sagen wir, das ist Knüppel. Improvisierte Hiebwaffe drauf. Das wird schon laufen. Ich meine, die Gegner können ja nicht auch permanent die 10 Söldner haben. Irgendwann gehen die Dinge auch aus. Was ist das eigentlich für ein Bild, Frosty? Da wachsen ja Augen aus den Wänden. Ja, ich habe auch schon gedacht, wie ihr auf dieser Arche einfach das leben könnt, Alter. Mein Charakter kriegt die härtesten gut, ne? Probleme des Jahrhunderts. Sieht das so in diesem Raum aus? Das weiß er nicht, du warst noch nicht drin. Stimmt, ich will da auch nicht rein. Ey, aber sowieso, mein Charakter kriegt hier sowieso irgendwelche Panikanfälle, Alter, mitten auf diesem verdammten Riesenkäfer rumlaufen und ihr juckt das alle gar nicht mehr.